Also wie die Ostfraktion zum Beispiel. Ich meine, gut, da kommen immer wieder ganz lustige, für mich dann auch neue Memes oder Memes zustande, aber trotzdem, generell bin ich einfach der Meinung, mich fuckt Facebook nur noch ab und ich muss das Zeug nicht mehr haben. Und da wäre jetzt halt echt die Frage, kann ich das irgendwie machen? Facebook. Ja, ich meine, ich habe schon mal Werbung gemacht für diese Seite und ich mache es jetzt nochmal und ich denke mal, dieses Mal, nach dieser Werbung, werde ich mal einfach diesen Link an die Seite schicken und, wow, zuppelt das hier gerade, der berühmte Nita. Ne, ich werde das einfach mal an diese Seite schicken und werde mal sagen, hier Leute, pass mal auf, immer Werbung für euch. Warum? Weil ich es kann. Also es gibt im Internet, beziehungsweise bei Facebook gibt es eine Gruppe, eine Gruppierung, eine Organisation, sowas in der Art, die nennt sich Zuerst Denken, Dann Klicken, ZDDK. Die machen das freiwillig, ja. Wenn man jetzt irgendwie eine Meldung bekommt bei Facebook von irgendeinem Freund, der irgendwie was geteilt hat und in so eine Abo-Falle reingetappt ist, ne, das ist das halt mit diesen Ekel-Videos, man klickt da sich ein bisschen durch, dieses Video bekommt man halt gar nicht zu sehen und man hat dann halt ein Abo an der Hacken. Irgendwie so mit 30 Euro pro Woche, die man dann bezahlen muss. Scheiß auf Netherrack, brauchen wir eh nie wieder. Ja, also sowas gibt's dann da halt. Und diese Seite, ZDDK eben, Zuerst Denken, Dann Klicken. Oder die Internetpräsenz ist Mimikama. Also kann man ja eigentlich hier, also es würde so geschrieben werden, Mimikama.at, ja. Da kann man halt nachschauen. So wenn jetzt irgendeiner auf der Facebook-Freundesliste wieder irgend so ein Scheiß geteilt hat, ne? Ich meine, jeder hat doch irgendwo wahrscheinlich so einen Facebook-Freund, der auch irgendwo vielleicht so ein bisschen Real-Life-Freund oder Bekannter ist, der jeden Scheiß teilt und jeden Scheiß ja, verlinken muss und auch noch am Ende jeden Blödsinn glaubt. Ich meine, die so naiv wie manche Menschen sind, das kann es eigentlich gar nicht sein. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, aber die Leute teilen das trotzdem fleißig weiter. Nita, da fließt die Lava ein bisschen schneller. Die Leute teilen es fleißig weiter und diese Organisation hat es sich halt zur Aufgabe gemacht, eben gegen solche Fakes vorzugehen und prüft die. Man kann dort auf der Seite, kann man gerne diese Fakes einsenden, ein Ticket erstellen und man kann dann selber halt auch noch wählen, also zumindest als ich das letzte Mal ein Ticket eingesandt habe, konnte man noch selber wählen, oh mein Gott, wie war denn das nochmal? Welche Priorität man an das Ticket legt. Ja, dann muss man halt so einen kleinen Text dazu eingeben, so der Link und die Uhrzeit und der Tag, an dem es geteilt wurde, glaube ich. Ich glaube, solche Sachen wollen die dann auch alles wissen, ne, und dann halt eben in dem Falle weiterführende Links. Also ich habe da zum Beispiel auch diesen Hundefänger, da wusste ich nicht, dass schon so viele Leute Hundequäler, der da irgendwie seinen Hund hinterhergezogen hat, hinter so einem Auto, ne, das hatte ich dann halt dahin geschrieben und habe dann gemeint so, ist das jetzt echt oder nicht, weil, kam mir komisch vor, ich meine, irgendwie 5 Minuten später hatte sich diese Seite eh schon dran gesetzt. Weil ganz klar, die Leute teilen eben wie die Verrückten und die teilen eben jede Menge Blödsinn und Schmock und was weiß ich nicht alles. Dann gehen wir hier ein höher. Ab hier, genau. Na, ich meine, die Leute müssen das wohl scheinbar irgendwie teilen. Warum die das auch immer alle machen, aber sie machen es halt. Und ja, wie gesagt, bei dieser Seite, da wird man eben, die kümmern sich eben, ne? Die haben da irgendwie die Möglichkeiten, irgendwie andere Stellen anzuschreiben. Sie schreiben auch viel scheinbar mit diversen Polizeidienststellen europaweit. Da muss man nur sagen europaweit, weil einige Fälle waren jetzt in der jüngsten Vergangenheit dabei, wo es sich dabei um Fälle aus Osteuropa handelte. Ja, und da wird dann halt auch immer ein bisschen rumgeprüft. Ich finde es auf jeden Fall eine feine Sache. Wie gesagt, die Jungs und die Mädels, die machen das freiwillig. Die machen das eben freiwillig, damit, ja, ich kann nur wieder sagen, dumme User oder naive User halt nicht in irgendwelche Abo-Fallen laufen. Also ich meine, ich bin der Meinung, der jeden Mist bei Facebook glaubt und teilt, der sollte vielleicht sich mal auf die Couch beim Onkel Doktor begeben. Denn, mal ehrlich, da sind teilweise Geschichten bei.
da stelle ich mir wirklich so die Frage, so WTF. Oder hier, Todesstrafe für den und den da, diesen, der eine da, der da halt auch seinen Hund irgendwie so gequält hat. Ne, wie sie denn da alle Todesstrafe gefordert haben und was nicht alles. Das ist ein öffentlicher Aufruf, Alter. Das ist verboten. Sowas geht nicht. Na, also das ist eigentlich brand, ja, gefährlich für einen selber. Weil öffentlich darf man meines Wissens nach nicht so zu einer Revolte. Nee, Revolte ist das nicht. Wie heißt denn das richtige Wort? Na, wie heißt denn das Wort, das ich suche? Jenes welches. Naja, man darf halt nicht öffentlich eine Fahndung rausgeben. Man ist ja nicht die Polizei, hör mal. So, und das kann für den einen oder anderen, und ich bin auch der Meinung, das müsste mal für den einen oder anderen, der sowas teilt oder solche Seiten betreibt, da müsste derjenige normalerweise auch mal einen zwischen die Hörner kriegen. Ich meine, was diese Menschen teilweise gemacht haben, so wie der eine Typ da, der da seinen Hund irgendwie gequält hat. Ich meine, es ist ein Dreckschwein. Es ist ganz klar. Aber ich meine, auch der sollte irgendwo mal Recht bekommen, weil ich meine, wofür haben wir deutsche Gesetze? Und der sollte normalerweise genau diese Seiten, die irgendwie hier zur öffentlich zur Lynchjustiz aufrufen, weil anders kann man das schon gar nicht mehr bezeichnen, der sollte die einfach mal verklagen. Ich meine, das Image von dem Mann ist kaputt. Da kommt der auch nie wieder raus. Der Shitstorm, den diese Menschen ereilt. Der wird fürs Leben geprägt. Ob das jetzt richtig oder ob das jetzt falsch ist, ich gehe jetzt mal einfach nur von der Gesetzesmäßigkeit aus. Ja, das deutsche Gesetz sagt halt, sowas ist verboten. Und da bin ich einfach der Meinung, wenn das verboten ist, dann sollte man es auch nicht machen. Punkt. Ne, ich meine, wie gesagt, was diese Leute da teilweise machen, die da angeklagt werden von den Nutzern, das geht auf keine Kuhhaut. Mache ich auch mit. Nur halt wirklich da denn gegen das Gesetz zu verstoßen. Ich weiß nicht. Ist nicht richtig. Wir sind doch hier nicht bei der Peter oder was. Ne? Peter, kennst du, wisst du Bescheid, ne? Ja, Peter. Peter, das ist eigentlich falsche Überleitung, aber ich finde die Überleitung irgendwie innerlich gerade doch recht amüsant. Kleine Überleitung zu einem anderen Thema. Ich habe ja immer so andere YouTuber, die habe ich ja auch. Wenn ich überzeugt war von einem, habe ich ja auch immer Werbung gemacht. Habe ich auch immer gerne gemacht, ne? Jetzt geht's aber mal umgedreht los bei mir. Und zwar, ich möchte einfach mal meine Überzeugung über einen YouTuber, möchte ich jetzt einfach mal zurückziehen. Ja, ich habe immer Werbung gemacht hier für LeFloid. Wisst ihr ja, ne? Kennt ihr, wisst ihr? Ne? Hier LeFloid. Der YouTuber, der da jetzt auch irgendwie den Online-Grimme Award oder irgendwas durch die Zuschauer gewonnen hat. Ja, ich meine ganz ehrlich, wenn man keine Zeit hat oder auch keine Lust mehr hat auf sowas wie seine Le News, dann muss man das einstellen, das Format, ganz ehrlich. Aber so Halbwahrheiten und sich nicht richtig drauf vorbereiten, weil man keine Zeit hat, weil man irgendwie in 12 Millionen andere Projekte involviert ist. Nee, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wo LeFloid seine News teilweise hernimmt. Aber sowas geht nicht, was er da in letzter Zeit macht. Also, denn es gibt da eine Thematik, auch die möchte ich mal ansprechen, weil die im Netz im Moment so grassiert. Punkt 1. Kendall Jones. Jetzt denken wahrscheinlich einige, oh, Trivolo. Das sagt doch im Moment jeder. Ja, nur ich beleuchte das Thema anders als andere. Wer mich jetzt kennt, der weiß es. Der weiß es doch. Da kommt doch jetzt nichts Normales bei raus. Da kommt jetzt nicht der ganz normale Mainstream. Da kommt jetzt nicht der ganz normale Mainstream bei raus, sondern da kommt jetzt Trivolo Spezial bei raus. Geh weg. Geh doch. Ja, komm hoch. Tschüss. Ja, Kendall Jones. Wer ist Kendall Jones? Was macht sie? Und warum ist sie im Moment in aller Munde? Kendall Jones ist eine, ich sag mal, Großwildjägerin. Ich glaube, das passt. Die in Afrika und wo nicht überall auf Großwild-Safari-Jagd-Scheiß geht. So, bis hierhin noch ganz vertretbar. Machen viele. Aber sie stellt sich selber im Internet, bei wieder mal Facebook, stellt sie sich ein bisschen
Für sie selber möchte ich mal sagen, suboptimal zur Schau. Ich glaube, das kann man so sagen. Denn Kendall Jones ist ein bisschen pervers, was ihre Vorzüge und Vorlieben angeht mit Tieren.